Okay. Jetzt haben wir drei und haben die nächste Welt freigeschaltet dadurch quasi. Gut gemacht. Dank dir wurde eine neue Galaxie entdeckt. Sammel Powersterne und vergrößere dein Blickfeld und dann bla bla bla. So viel besser als Sunshine. So viel besser. Das Honigbienenkönigreich. Tötterem. Tötterem. Das Honigbienenkönigreich ist das hier. Unsere Königin reagiert auf dieses Land allergisch. Was ziemlich ungünstig ist für eine Königin. Aber so ist das nun mal hier bei uns. Ach Gott. Bienenpilz! Was du hinter dem Wasserfall siehst, ist das Schloss der Königin. Bienen Mario, B gedrückt halten, um zu fliegen. Das ist auch lustig animiert. Fühlt sich auch lustig an irgendwie. Hey, spinnt der! Meine Drehattacke war noch nicht bereit. Die hat so einen kleinen Cooldown leider. Das habe ich übersehen. Ich finde es eigentlich selbst auch besser als Odyssey, weil durch die Menge an Monde im Verhältnis zu den Sternen irgendwie die Bedeutung verloren haben. Ja, das kann ich verstehen, aber das hat mich nicht so gestört. Ich war da sogar motiviert, dann am Schluss wirklich noch irgendwie, wie viel braucht man, dass man irgendwie das letzte freischaltet, 1000 oder so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall viele. Das hat mich sogar noch lange motivieren können bei Odyssey. Aber man kann es schon sehr schnell und früh durchspielen. Man kann ja die sogar in beliebiger Anzahl theoretisch kaufen, wenn man genug Münzen sammelt. Das ist schon ein bisschen komisch. Aber hat mich nicht wirklich gestört. Also man muss als Bienen-Mario Wasser meiden, weil sonst ist man sofort wieder normaler Mario. Bienen mögen kein Wasser. Und jetzt? Ah, okay. Nein.
wer bist du denn? Egal, wer du bist, ich habe eine Bitte an dich. Mich juckt's am ganzen Körper. Kannst du dir das dich dann mal dich ansehen, das? Ich glaube, ich mache gerade einen Riesenfehler, Frau Königin. Nein, puh, Glück gehabt. Danke, Fremder. Ich fühle mich gleich viel besser. Wenn mal wieder was ist, kümmere ich mich drum. Oder so ähnlich. Bin mir nicht sicher. Captain Toad! Ah, eine Biene! Nanu, Mario? Mario, du bist's? Wir sind auch aus Prinzessin Peach Schloss geflohen. Aber dann ist uns Bowser auf die Pelle gerückt und wir haben uns mit Luigi verirrt. Ah, ganz vergessen. Wir haben den Powerstern hier gefunden. Du wirst ihn bestimmt gebrauchen können, also nimm ihn bitte. Genau, hier war's. Das erste Mal, dass Captain Toad seinen Auftritt hat. Aber war der dann im zweiten Teil nicht spielbar schon und das war die Vorlage für sein eigenes Spiel? Kann das sein? Oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Mario, dein Name ist Mario, nicht wahr? Ich habe deine... das haben mir deine Freunde verraten, die uns vor einer Weile besucht haben. Mario, irgendwie ruft dieser Name Erinnerungen wach. Wir haben deine Freunde zur Garage gebracht. Die wollen dir etwas sagen, also geh auf jeden Fall mal hin. Spielbar war er in 3D World. Ah ja, kann auch sein, dass das da war. Da gab's dann die... Aber das waren schon richtige Captain Toad Level, glaube ich. Wie im Spiel, im Standalone-Spiel dann quasi. Oder? Ich glaube schon. Mario, wir haben es auch irgendwie bis hierher geschafft. Wir helfen dir, die Powersterne und Prinzessin Peach zu befreien. Du kannst auf uns zählen, Mario. Wir sitzen alle im selben Boot. Überlass das nur uns. Die Luma wollen uns ein Raumschiff bauen oder uns helfen dabei. Wenn es fertig ist, suchen wir Prinzessin Peach und die Powersterne. Na gut, dann gehe ich wieder. Sterne brauchen wir hier. Gehen wir nochmal zum Eierplanet. Da gibt es noch einen Stern. Warum ist eigentlich Eierplanet? Das ist ein einziger eiförmiger Himmelskörper. Ansonsten ist da alles außer Eier. Otterkönigs UFO-Armada. Oh oh. Der Vogel aus dem Lebensmittelland aus Odyssey ist, glaube ich, der erste Boss in Captain Toad. Ha, meinst du, das ist der gleiche? Es ist schon, gibt definitiv eine Ähnlichkeit, ne? Kann schon sein. Ich habe die nur noch so vage im Kopf, die zwei. Bling, bling, bling.
Das hat gleich wieder einen viel angenehmeren Flow und ist viel besser einschätzbar auch irgendwie. Es ist einfach besser. Wow! Oh Mist. Schnell, bevor Kugelwilli wieder kommt. Komisch. Naja. Die sehen sich so ähnlich, das wäre seltsam, wenn sie nicht zumindest verwandt sein sollten. Ich komme aber echt nicht gut mit dem Überkopfpassagen zurecht. Hier jetzt in Galaxy, das geht für mich irgendwie ganz gut. Da habe ich nicht so die Probleme. Aber ich bin auch, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die auch zum Beispiel die Panzersteuerung aus Resident Evil, aus den alten, eigentlich total gut finden und da überhaupt keine Probleme haben. Das ist vielleicht einfach so Geschmackssache, wie gut man einfach damit klarkommt. Yeah! 6 statt 3 Lebensenergie. Ich habe zwar echt keinen guten Orientierungssinn im wahren Leben, aber ich glaube, so Orientierung im dreidimensionalen Raum funktioniert bei mir, glaube ich, eigentlich ganz gut anscheinend. Kann ich da drauf gehen? Ja, okay. Bosszeit! Ah ja, ich weiß schon. Ich glaube, der spuckt einfach ab und zu eine grüne. Genau. Das ist alles. Oh, das war keine grüne, Mario. Da ist die grüne. Nein, Mario. Du bist doof. Moment mal. Aber wenn ich Mario bin, dann bin ich doof. Dammit. Rutscht irgendwie dauernd ab, das ist nicht gut. Ah! Puh. Delet, delet, delet. Oh, wir haben einen Fragezeichenwürfel freigeschaltet. Die Testsurfen-Galaxie. Na dann, auf zum Testsurfen. Ich glaube, heute machen wir ein bisschen früher Schluss als normalerweise. Ich bin einfach echt super erledigt heute. Und ich habe leider schon den ganzen Tag Kopfschmerzen. Was wahrscheinlich miteinander zusammenhängt. Geht zur Seite, dicker Pinguin. Ich bin zum Surfen hier.
Genau, reiten wir den Rochen. Was? Nein, nicht mit Bewegungssteuerung. Lass mich doch bitte einfach mit dem normalen Stick lenken. Ich muss auch noch drehen. Es ist so gemein. Aha. Aber hey, funktioniert so viel besser als das Oktopusreiten in Sunshine, dass ich mich überhaupt nicht beschweren will über die Bewegungssteuerung. Ah, wisst ihr, was ich da Bock kriege, wenn ich das so spiele? Ein neues Wave Race. Das wäre mal wieder Zeit, oder? Das wäre cool. Und ein neues F-Zero können sie gleich dazu packen, wenn sie schon dabei sind. Wow! Okay, gut, wir können bremsen, Mario. Ganz cool bleiben. Ich habe gesagt, cool bleiben. Okay. Das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber wenigstens leben wir noch. Hervorragend. Goldmedaille. Goldmedaille, dabei habe ich irgendwie zwischendrin eine Brotzeit gemacht, kurz oder so. Cool. Das Ziel sieht aus wie ein Shiny Sprite. Da habe ich nicht drauf geachtet. Galaxie komplett! Speichern! Da kommen immer nach jedem Level 100 Meldungen bei dem Spiel.